Was geht ab, Leute? Zu einem neuen Stadionblock. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. 18.30 Uhr. Topspiel. Was gibt's Besseres? Flutlicht. Es ist einfach nur crazy. Ich bin sehr, sehr gehypt, Leute. Und heute müssen wir die drei Punkte auseinandernehmen. In Dortmund ist sehr viel Unruhe. Mal gucken, ob es jetzt wieder ein paar Veränderungen gibt bei den Dortmundern. Aber ganz ehrlich, unsere U19 würde sogar die Bank von Borussia Dortmund besser ersetzen können. Und wir fahren jetzt nach Dortmund und ich nehme euch jetzt mit. So, Leute, wir sind jetzt in Dortmund angekommen. Jetzt geht's Richtung Stadion. Die Fahrt war eine Katastrophe und ich muss auf Toilette, denn das war schlimm. Wir sind jetzt endlich auch hier vom Stadion, Leute. Und die Menschenmenge ist hier schon echt eine Menge. Also hier sind echt schon sehr viele Menschen, Leute. Aber wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend heute. Mal gucken, was die Dortmunder heute erwarten werden. Aber ja, Leute. So, Leute, wir sind jetzt vom Stadion und es ist hier drin, in dieser Hütte, wird heute Abend alles fackeln. Heute wird alles auseinandergenommen. Heute holen wir uns die drei Punkte. Wichtig und richtig. So, Leute, wieder mit Special Guest JJ. Er gibt jetzt seinen Tipp ab gegen Dortmund. Okay, Leute, ich sag, das wird heute 4-0 für RB. 4-0 für RB. Hoffentlich, hoffentlich. Auf jeden Fall, wir sind jetzt drin. Aber Leute, Fan-Abtrennung hier hinter uns wieder. Haarrein hinter uns wieder. Auch sehr viele Dortmunder. Aber sonst hat man hier seinen Sitzplatz hier. Da unten ist der Steher. Auf jeden Fall sehr gefüllt hier. Auf jeden Fall heute zahlreich erschienen. Aber es ist auf jeden Fall ein Brett heute. Und heute müssen wir performen. Dortmund war gar nicht in Form. Aber wir machen das. Unsere heutige Sicht, Leute. Im 70er Block von Dortmund. Gäste, Sitzer. Auf jeden Fall sieht es schon mal sehr, sehr heftig aus. Wenn unsere Männer da unten stehen, dann krass. Da die Bayern vorgelegt haben mit 3-0, müssen wir jetzt hinterher und müssen heute siegen. Und Frankfurter haben 7-2 gegen Bochum gewonnen. Was geht in Bochum ab? Vielleicht freut das die Dortmunder in sehr schlechten Lage. Aber ja, Mann. Leute, wir holen das. Und auf geht's halt zu. Aufstellung ist auch da, Leute. Und einfach Openda spielt. Openda. Also das ist schon geisteskrank, obwohl er eigentlich verletzt war. Ich dachte, Šeško und Pause, das neue Duo. Anscheinend doch nicht. Deswegen jetzt mit der Aufstellung Vermehren von Anfang an. Assan auf der Bank. Besser kannst du nicht laufen. Jetzt Vollgas geben. Unsere Mannschaft support. 3 Punkte holen in Dortmund. Wir müssen nachlegen. Dortmunder tatsächlich sogar ohne Malen. Malen ist auf der Bank. Sonst Bayer vorne rechts, Urasse, Gittens, Can in der Innenverteidigung, Schoppo, Penda und Šeško spielen ihn einfach aus. Dann haben sie heute einige Tore. Aber ich bin sehr, sehr gehypt. Nicht mehr lange, dann ist es soweit. Unsere Männer sind auch da auf die Zeit zu kämpfen und sind auf die Wischerische Kerma. Oh, geil. Heute auch Klostermann als Stammspieler. Ja. Hurra, die Leipziger sind da! Hurra, hurra, die Leipziger sind da! Hurra, die Leipziger sind da! Es kracht in Dortmund, Leute, es kracht wie sonst noch niemand. Sport. La, 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 la.
Also eins muss man sagen, Leute, an die Gästeticketpreise, an die Dortmunder, macht da was. Es ist nicht wahr, dass man 60 Euro für den Sitzer im Gästeblock bezahlt. Also 60 Euro ist schon einer zu viel. Also wenn man das jetzt zu anderen Vereinen vergleicht, sehr, sehr wenig. Dortmund, was ist los? Mein Tipp für heute ist, Leute, ein knackiges 0 zu 4, 4 Dinger. Einfach rein da, Dortmunds aktuelle Form ist einfach nicht gut. Deswegen 0-4, wir brettern die heute weg hier und dann fahren wir wieder zurück nach Hause. Wir brauchen den Sieg, wir müssen hinterher. 0-4 rein da. Ich kämpfe nur Siegen! Auf geht's lang, ich kämpfe nur Siegen! Auf geht's Leipzig, kämpfen und 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 siegen! Ja,
gedacht, es kracht und bitte nichts Schlimmes, weil das brauchen wir noch gar nicht, Leute. Was ein Ding, Alter. Was ein Tor. Crazy. 1-0. Richtig. Geil, Alter. Geil. So starten wir gerne in Dortmund. Jetzt noch 3 Dinger. 0-4. Abfahrt. Rasenmaschmodule. 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 Ole, ole. Jetzt. Das zweite direkt hinterher. Dortmunder mit einem Spruch, aber es ist ja wohl abgesehen von den komischen Dortmundern, wie immer, ne? Wir sind natürlich sportlich und passen den Ball nach vorne, da fehlt nicht der andere Ball. Ich weiß nicht, was die DFB für Schiedsrichter wieder einstellt für solche Top-Spiele. Es kann nicht sein. Ja. Thank you.
Ja, ja! Halbzeit, 1:1. Was soll man sagen? Wir spielen auch nicht so, wie man es erwartet. Keiner. Wir fehlen die Worte, wir brauchen den Sieg in Dortmund, wir müssen gewinnen. Ich bin mir sicher, in der zweiten Halbzeit müssen wir alles nochmal geben und dann holen wir das. Ex-Schalker-Spieler. Tschüss!
endet in Dortmund. Tatsächlich, die Dortmunder schlagen uns wie auch immer 2:1. Also wirklich, ich bin enttäuscht. Das war nicht unsere solide Leistung aus 1-0, aus 2:1 am Ende verlieren. Bayern ist jetzt mit 3 Punkten Vorsprung. Das wird ja auf jeden Fall eine Aufholjagd, spätestens in München. Nächsten Monat holen wir uns die 3 Punkte. Oh, kein Punkt in Dortmund. Wie kann das sein, Leute? Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären, wenn da so einer geilen Kulisse von uns. Ich spiele das erst vorne. Ein Capo redet gerade mit Gulaschi, Leute. Was es da zu reden gibt. Und da geht die Mannschaft schon und beachtet nicht, was im Hintergrund gesungen wird. Die Dortmunder haben nichts Besseres. Fazit zum ganzen Spiel. Am Ende des Tages, wir verlieren 2:1. Wir befinden uns gerade am Dortmunder Hauptbahnhof. Mir fehlen einfach die Worte. Dortmund, die rausgeflogen sind, die alles, die verloren haben gegen die letzten Spiele. Was ist los? Und wir verlieren? Unsere ungeschlagene Serie endet in Dortmund. Dortmund. Es geht weiter, Leute. Nächste Woche gegen Gladbach kommt aber kein Stadionblock. Höchstwahrscheinlich sehen wir uns erst nächsten Monat gegen Frankfurt. Aber je nachdem, folgt mir alle auf TikTok, RBL Fabian. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann ciao, ciao.